Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffen gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Hamlet ist ein Theaterspieler, ist eine Figur, die im Kanon der Theaterliteratur sozusagen die theateraffinste Theaterfigur ist. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Affinität auch in die Musikalität hineinzutreiben. Also ein Hamlet, der nicht nur das Theater liebt, sondern vor allem auch die Musik liebt und der an die Kraft der Musik glaubt, dass sie Wahrheiten an den Tag bringen kann. Also ich habe versucht, den Zuschauerraum fertig zu bauen oder weiterzubauen. Da gibt es Logen rechts und links und ich habe das jetzt einfach weitergeführt. Und das Ziel ist eigentlich, dass wenn man reinkommt, dass man keine Bühne mehr sieht. Und ich wollte, dass die Zuschauer perplex sind, wenn sie reinkommen. Durch unseres teuren, seligen Bruders Tod sei unser Staat verrenkt und aus den Fugen. Was hast du, Hamlet? Lass doch dein Aug als Freund auf den Mann sehen. Ist eurer Rache Schluss als Sieger in dem Spiel, so Freund als Feind, Gewinner und Verlierer fortzureißen? Hamlet nie, wenn man nicht weiß, wer der Hamlet ist. Es gibt nicht viele Hamlets, es gibt vor allem für einen selber nicht viele. Ich würde mal sagen, einen. Und wenn man den kennt und wenn man den kennengelernt hat, dann kann man Hamlet machen. Und ich habe Christian Friedl kennengelernt und lieben gelernt und deswegen haben wir jetzt Hamlet zusammen gemacht. Sagen, das Wichtigste an der Inszenierung oder an dem Abend ist, dass man sozusagen extrem beteiligt ist daran. Also man ist als Zuschauer nicht Theaterzuschauer per se, sondern man wird sozusagen relativ fix nach Dänemark transportiert und jetzt sind sozusagen unsere Blicke die gleichen, die die Figuren auch haben und wir müssen uns selber auch entscheiden, wer hat recht, wer hat nicht recht. Der fette König und der magre Bettler sind nur verschiedene Gerichte. Zwei Schüsseln, aber für eine Tafel. Das ist das Ende vom Lied. Das Spezielle am Dresdner Schauspielhaus ist halt, dass man den ganzen Bühnenboden kann man 12 Meter tief in den Boden versenken. Und das haben wir halt voll ausgenutzt. Dann hat es halt sensationellerweise einen riesen weißen Rundhorizont. Und das ist jetzt das wunderbare letzte Bild. Und darum haben wir, glaube ich, alles ausgenutzt, was das Dresdner Schauspielhaus zu bieten hat an Technik. Der angeborene Farbe Erschließung wird des Gedankens Blässe angekrempelt und Unternehmen hochgezielt und wertvoll durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen.